Eine der schönsten Städte der Welt. Berühmt für Stil und Eleganz. Paris. Doch die Geschichte von Paris findet man nicht in schicken Cafés und auf grünen Boulevards. Sie ist versteckt in engen Gassen, vergessen in Kellern, verborgen in Massengräbern. Es ist die Geschichte außergewöhnlicher technischer und wissenschaftlicher Anstrengungen, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Als Paris von Krieg bedroht ist, bauen die Pariser gewaltige Verteidigungsanlagen. Als die Seine auszutrocknen droht, halten die Pariser sie künstlich am Leben. Als der Stadt eine zweite Revolution droht, gestalten die Pariser alle Hauptstraßen und Plätze so, dass Aufstände gestoppt werden können. Allen Bedrohungen zum Trotz hat Paris die Zeiten erfolgreich überdauert, dank des einfallsreichen Einsatzes von Technik. Paris, von Menschen geschaffen, am Leben erhalten durch ihren Erfindungsgeist. Paris, die Hauptstadt Frankreichs, im Herzen von Europa. Mit seinen Sehenswürdigkeiten, Kunstgalerien und Museen zählt sie zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen, denn Paris hat viele Geheimnisse. Die Stadt kann sich nicht ausdehnen, aufgrund topografischer Faktoren und der Seine. Die Stadt kann nicht in die Höhe wachsen, aufgrund geologischer Faktoren. Das Gestein unter den Straßen ist zu brüchig, um das Gewicht von Hochhäusern zu tragen. Die Geschichte von Paris handelt davon, wie Wissenschaft und Technik eine Stadt dort am Leben erhalten, wo keine Stadt hingehört. Drittes Jahrhundert vor Christus. Die Parisii, ein Gallierstamm, bauen eine Festung an einer von Natur aus sicheren Stelle, einer Insel in der Seine. Ihr befestigtes Dorf hält allen Angriffen stand, bis 58 vor Christus die Römer einrücken. Die Römer nennen ihre neue Siedlung Lutetia, Sumpfland. Sie verwandeln es in eine typische römische Stadt, mit Brücken, die die Insel mit den beiden Ufern der Seine verbinden. Sie erweitern das Dorf am linken Flussufer. Noch heute kennt man es als Quartier Latin, das lateinische Viertel. Florence Saragossa ist Spezialistin für römische Geschichte. Die Römer waren die ersten Stadtplaner von Paris. Sie wussten die natürlichen Gegebenheiten optimal zu nutzen. Die neue Siedlung entsteht an den Hängen des linken Ufers, abseits des Flusses und der ständigen Überschwemmungen. Bald weist das frühe Paris alle Annehmlichkeiten des römischen Weltreiches auf, von denen einige erstaunlich gut erhalten sind. Lutetia war eine recht kleine Stadt im römischen Imperium. Doch es trug die typischen architektonischen Züge einer Römerstadt. Dazu gehörten insbesondere Bäder. Das römische Paris war zwar klein, aber wohlhabend. Vor 2000 Jahren zeigte sich der technische Fortschritt vor allem in den Bädern für die Oberschicht. Jeden Tag kamen bis zu 500 Menschen hierher, um sich zu waschen und Geschäfte abzuschließen. Damals waren die Wände der Bäder zur Dekoration mit Marmor verkleidet. Denn es waren immer repräsentative Räume. Im Römischen Reich hatten die öffentlichen Bäder eine große gesellschaftliche Bedeutung. Die Menschen kamen natürlich, um sich zu waschen. Doch hier traf man sich auch, plauderte und verbrachte Zeit miteinander. Dieses Bauwerk ist recht groß. Es zeigt den Wohlstand der antiken römischen Stadt. Obwohl es nur ein Außenposten in der Provinz ist und noch nicht die Hauptstadt, leben hier 6000 Menschen. Die Römer bauen Straßen, Häuser und ein Amphitheater für spektakuläre Aufführungen. Dieser Park in einer Vorstadt lag einst im Herzen des römischen Paris. Archäologen fanden heraus, dass hier die Gladiatoren um ihr Leben kämpften gegen Löwen und Bären, die ausgehungert hinter diesen Gitterstäben warteten. Das Ganze fand unter den Augen von bis zu 15.000 Zuschauern statt. Doch das römische Paris währte nicht ewig.
Im Jahre 481 wird die Stadt von einem eingewanderten mitteleuropäischen Stamm eingenommen, den Franken, die Vorfahren der heutigen Franzosen. 600 Jahre später, Paris ist gewachsen. Mit neuen Brücken und Straßen ist es nun ein wichtiges Handelszentrum, das zunehmend Angriffen ausgesetzt ist. Die Wikinger, aber auch die Engländer stellen eine permanente Gefahr dar. Kurz vor Beginn des 13. Jahrhunderts ersinnt König Philipp Auguste, ein Baumeister mit Weitblick, eine einfache Lösung zum Schutz von Paris, eine Mauer. In Hinterhöfen und Gassen findet man noch heute in Paris Spuren von Philipp Augustes Meilenstein der Bautechnik. Die Mauer mit ihren 67 Türmen war ein ehrgeiziges Projekt. Sie umgab die ganze Stadt und umschloss eine Fläche von 270 Hektar. Da, man kann ihn gut erkennen, schauen Sie. Er wurde ein wenig geflickt, man sieht ein paar Ziegelsteine dort oben. Das ist tatsächlich einer von Philipp Augustes Türmen aus dem Jahr 1200. Der Historiker Renaud Gagneux sucht nach verbliebenen Teilen der Mauer König Philippes. Die Suche hat Gagneux an die verborgensten Stellen geführt, wie in diesen Klostergarten. Da ist sie. Vorsicht, der Blumentopf. Das sind gut erhaltene Reste. Mit einer Besonderheit. Sie wurde offenbar recht hastig hier an den Hang gebaut. Aber es ist eine Mauer aus behauenem Stein, trotz der Unebenheiten. Gleich hier rechts runter. In fast ganz Paris wurde die Mauer überbaut oder abgerissen. Doch an einer Stelle erkennt man noch ihre ursprüngliche Größe. Hier kann man die Mauer sehr gut sehen. Es ist einer der am besten erhaltenen Abschnitte. In beschwerlicher Handarbeit aus Kalksteinblöcken errichtet, ist die Mauer ein eindrucksvolles Bauwerk. Sie ist 10 Meter hoch und 2,5 Meter dick. Alle 45 Meter steht ein imposanter Wachturm. Nach Ansicht von Gagneux wurde die Mauer für die Ewigkeit gebaut. Imaginez-vous la façon dont on a construit le mur. Man muss sich einmal vorstellen, wie diese Mauer errichtet wurde. Zunächst wurde eine Mauer aus behauenen Steinen gebaut, wie wir sie an dem Turm gesehen haben. Dann wurde eine zweite separate Mauer gebaut, auch aus behauenen Steinen. Schließlich wurde der Zwischenraum aufgefüllt, mit allem Erdenklichen, mit Schutt, unbehauenen Steinen, Ziegeln, was gerade zur Hand war. Gagneux entdeckt ein Teilstück der Mauer hinter einem Mietshaus. Der Abschnitt verrät viel über ihre Bauweise. Hier stehen wir innerhalb der Stadtmauer. Diese äußere Mauer war dem Umland zugewandt. Dort, wo Sie stehen, stand die Mauer, die zur Stadt zeigte. Sie wurde längst abgerissen. Hier drinnen, zwischen den beiden Mauern, befand sich der ganze Schutt. In den letzten 10 Jahren hat Gagneux viele Teile der alten Mauer aufgespürt, die wie durch ein Wunder noch existieren, an den unmöglichsten Stellen. In dieser Tiefgarage parken Autos aus dem 21. Jahrhundert vor einer Mauer aus dem 12. Jahrhundert. Über der Tiefgarage in diesem Konzertsaal musizieren Studenten, ohne zu ahnen, dass sie neben einer 800 Jahre alten Mauer sitzen. Nachdem seine Stadt durch eine imposante Mauer gesichert ist, baut sich Philipp Auguste einen königlichen Palast, die perfekte Festung. Hier stand das Schloss der Könige von Frankreich, das Symbol der königlichen Macht.
Das war der Wachturm des Louvre. Selbst nach seinem Abriss blieb er in Erinnerung. Er war eine Festung aus Stein, uneinnehmbar. Der Turm symbolisierte Paris und das Königreich Frankreich. Heute ist davon nur noch ein kleiner Teil erhalten, der unter dem Louvre liegt. Seinerzeit war der Palast das größte Bauwerk von Paris. Das letzte Bollwerk innerhalb Philippe Augustes gewaltiger Stadtmauer. Mittelpunkt der Festung war ein Turm mit 50 Metern Umfang und einer Höhe von 30 Metern. Als Philippe Auguste 1223 stirbt, ist Paris mehr als 240 Hektar groß. Angezogen vom Schutz der Mauer strömen die Menschen in die Stadt. Ende des 13. Jahrhunderts ist Paris mit 300.000 Einwohnern die größte Stadt Westeuropas. Aber innerhalb der sicheren Stadtmauer taucht ein neuer Feind auf: Wassermangel. Die Wasserversorgung der Stadt stößt an ihre Grenzen. Da tritt ein seltsamer Rettungstrupp auf den Plan: eine Gruppe technisch versierter Mönche. Die Metropole Paris hängt existenziell von komplexen technischen Einrichtungen ab, die im Verborgenen liegen. Im 13. Jahrhundert drängen sich über 300.000 Menschen in den schmutzigen Straßen von Paris, angezogen von der Aussicht auf Arbeit und Wohlstand. Anders als heute trocknete die Seine im Mittelalter im Sommer aus. Sie war jedoch die einzige Wasserquelle, zudem schmutzig und verseucht. In Paris wurde sauberes Trinkwasser bald knapp. Versteckt hinter einem Wohnblock steht dieses seltsame Türmchen. Es führt zu einer außergewöhnlichen Anlage aus dem Mittelalter, einem Netz von Aquädukten 7 Meter unter der Erde. Die Mönche bauten diese Wasserleitungen. 800 Meter sind heute noch intakt. Die Klosterbrüder hatten eine Quelle ausfindig gemacht, sie gefasst und über unterirdische Tunnel ins Zentrum von Paris geleitet. Man darf hier unten nicht an Klaustrophobie leiden. Die Leute, die sich für diese Anlage begeistern können, besuchen meist auch gerne die unterirdischen Steinbrüche und Katakomben. Klaustrophobiker sollten oben bleiben. Wir stehen hier unter einem Wassereinlauf des Aquädukts. Es gibt hier eine Quelle, die jedoch oberhalb des Aquädukts liegt. Das Wasser kommt hier heraus und fällt direkt in das Aquädukt. Das Wasser wird gesammelt und fließt durch das Gefälle hier hinab. Das Aquädukt wird von der ältesten Naturkraft angetrieben, der Schwerkraft. Das Wasser floss diese Stufen hinab und wurde dabei mit Sauerstoff angereichert. Außerdem wurde es abgebremst, ehe es in das Aquädukt gelangte. Hunderttausende Liter Wasser flossen jeden Tag über diese Aquädukte zu den Brunnen der Pariser Innenstadt. Die Straßen folgen dem leichten Gefälle der mittelalterlichen Wasserleitung. Sogar ein Café wurde danach benannt. Es heißt zum Abfluss. Fast 5 Jahrhunderte lang war dies das einzige Wasser, außer dem Regen- oder Seinwasser, das den Parisern zur Verfügung stand. Ohne das Werk der Mönche hätte der Wassermangel Paris im Mittelalter womöglich vernichtet. Doch auch das Wasser aus diesen Aquädukten reichte nicht für die weiter wachsende Stadt. Der Wassermangel sollte Paris noch hunderte von Jahren plagen. Ende des 18. Jahrhunderts ist Paris noch immer vom Wasser der Seine abhängig. Jeder Pariser muss mit etwa 1 Liter Wasser am Tag auskommen, zum Trinken, Kochen und Waschen. Im heutigen Paris wird pro Kopf die 500-fache Menge verbraucht. 1815 entschließen sich die Stadtväter zu radikalen Maßnahmen. Der Ingenieur Louis-Dominique Girard
soll das Pariser Wasserproblem ein für alle Mal lösen. Girards Idee ist so fantasievoll wie genial. Bis heute hält sie die Seine in Fluss. Auf dem Lande, östlich der Stadt, gibt es das lebenswichtige Wasser im Überfluss. Nur fließt es nicht nach Paris. Girard überlegt, wie man es in die 100 Kilometer entfernte Stadt leiten kann. Seine Lösung ist ein Triumph der Technik. Ein Verbindungskanal zwischen diesem ländlichen Fluss und der Seine im Herzen von Paris. Der Kanal soll sauberes Wasser liefern und schiffbar sein für Kähne, die Lebensmittel und Holz nach Paris transportieren. Doch diese Doppelfunktion bringt zusätzliche Probleme. Da Paris immer mehr Wasser benötigt, muss Girard dafür sorgen, dass der Kanal immer voll ist. Obendrein verdrängt jeder Lastkahn Millionen von Litern, die dann schlicht fehlen. Der neue Kanal muss kontinuierlich aufgefüllt werden. Girards Lösung ist genial einfach. Pumpstationen leiten Wasser aus einem zweiten Fluss in den neuen Kanal. Doch damit nicht genug. Der Kanal liegt höher als der Fluss. Das Wasser muss bergauf gepumpt werden. Girard war kein Wasserbauingenieur. Doch er konstruiert und baut eine Maschine, die noch heute läuft, unberührt von moderner Technologie. Louis-Dominique Girards Maschine ist einzigartig. Das Wasser fließt unter unseren Füßen über ein Netz von Kanälen heran. Die Flussströmung bewegt zwei riesige Wasserräder zum Antrieb großer Pumpen, die dann das Flusswasser in diese große Kammer saugen. Über das Rad wird eine weitere Pumpe angetrieben, die das Wasser in ein Leitungsrohr drückt. Von hier wird es über 100 Meter bis zum Urk-Kanal geleitet. Bei einem Höhenunterschied von nicht weniger als 10 Metern. Eine gewaltige Leistung. Der Kanal fließt 100 Kilometer durch die Landschaft bis in die östlichen Vorstädte von Paris. Er bringt das dringend benötigte Wasser in die Hauptstadt. Es wird in die Brunnen der Innenstadt geleitet. Selbst diese Verzierungen hatten einen Sinn. Sie erleichterten das Füllen von Eimern. Dass nun Wasser in guter Qualität und ausreichender Menge nach Paris kam, war ein bedeutender Fortschritt für die Stadt und ihre Bewohner. Ohne den Kanal und ein Netz von Schleusen würde die Seine, Lebensader im Herzen von Paris, nahezu austrocknen. Im Mittelalter ist der Wassermangel nur eines von vielen Problemen der Stadt. Dunkle Wolken hängen über Paris. Frankreich befindet sich in einem hundertjährigen Krieg mit England. Es ist das Zeitalter der legendären französischen Heldin Johanna von Orléans. Erst 1453 können die Engländer vertrieben werden. Unter einem neuen König wird Paris zur Hauptstadt von Frankreich. Menschen strömen herbei auf der Suche nach Arbeit und Wohlstand. 1589 ist Paris überfüllt. Die engen Straßen sind überlastet. Die völlige Verstopfung der Stadt macht deutlich, dass Paris einen neuen Flussübergang braucht. König Heinrich IV. Übernimmt die Macht und befiehlt die Errichtung dieses Bauwerks, Pont-Neuf. Pont-Neuf, die neue Brücke, ist die erste steinerne Brücke über die Seine. Das technische Wunderwerk von damals ist heute die älteste Brücke von Paris. Damals ist der Pont-Neuf einzigartig. Doch heute führen in Paris 36 Straßen, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken über die Seine. Alle 100 Meter eine Brücke. Eine Fahrt auf der Seine gleicht einer Reise durch die Geschichte des Brückenbaus. Der Pont-Neuf besteht aus 12 Bögen und ist 275 Meter lang. Er verbindet beide Flussufer mit der Insel in der Mitte, dem alten Herzen von Paris, der Île de la Cité. Wegen des Gewichts der Steine musste man besonders tiefe Fundamente anlegen. Nicht an den Ufern, wie heutzutage bei der Solferino-Brücke, sondern direkt im Flussbett. Das war eine monumentale Aufgabe, deren Ausführung nur durch die ständigen Wasserprobleme ermöglicht wurde.
Zur Zeit Heinrichs IV. Führte die Seine im Sommer praktisch kein Wasser. Also errichtete man die Fundamente in dieser Zeit. Brückenbau in einem trockenen Flussbett ist viel einfacher. Dennoch ging es nur langsam voran. Die Brückenbauer konnten immer nur die drei Sommermonate eines Jahres nutzen. Pont-Neuf war die erste steinerne Brücke in Paris und man erprobte eine völlig neue Bauweise. Man baute ein Holzgerüst, auf das nacheinander die keilförmig behauenen Steine gelegt wurden, die schließlich einen Bogen bildeten. So wurde ein Bogen nach dem anderen errichtet. Der Kalkstein für den Pont-Neuf kam nicht aus Steinbrüchen außerhalb von Paris, sondern aus dem Felsgestein unter der Stadt. Auf der Suche nach Kalkstein unterminierten die Pariser die ganze Stadtmitte und hinterließen ein Gewirr unterirdischer Gänge. Dieser Steinbruch wurde vom 12. bis zum 15. Jahrhundert genutzt. Historisch gesehen sehr interessant. Die Steinbrüche reichen bis zu 15 Meter in die Tiefe. Sie erzählen viel über die Geologie des Pariser Beckens. Das ist grober Kalkstein in verschiedenen mächtigen Schichten. Diese Lage hier ist etwa 46 Millionen Jahre alt. Jede dieser Kalksteinschichten ist ein Sediment aus der Zeit, als Paris von einem Meer bedeckt war. Man kann diese Sedimentschichten hier ganz deutlich erkennen. Wenn sich das Meer zurückzog, blieb eine Gesteinsschicht zurück. Wegen seines maritimen Ursprungs ist Kalkstein robust und wasserbeständig. Die Brückenbauer saßen an der Quelle, was den idealen Stein für den Bau des Pont-Neuf betraf. Doch die Arbeit in den heißen, engen Steinbrüchen im Untergrund von Paris war anstrengend und gefährlich. Wie kamen die Steine nach oben? Philippe Thévenon schildert uns plastisch die Abbaumethoden des 16. Jahrhunderts. Die Brückenbauer gaben an, in welcher Form sie die Steine benötigten. Noch hier unter der Erde wurden sie grob behauen. Sie wogen etwa eine Tonne. Vor der Erfindung von Bergbaumaschinen erforderte das Brechen großer Steinblöcke Kraft und Ausdauer. Man meißelte einen 3 bis 5 Meter tiefen Einschnitt entlang einer Bruchlinie im Gestein. Das geschah oft im Liegen. Man schnitt den Fels von beiden Seiten ein. Wenn er sich nicht durch sein Eigengewicht löste, hebelte man ihn mit Stahlkeilen an den Bruchlinien heraus. War der Block herausgefallen, wurde er auf Rollen zum Ende eines Schachtes geschoben, wo der Stein mit einer Handwinde nach oben gewuchtet wurde. Jeder einzelne Stein für den Pont-Neuf wird so abgebaut und nach oben gebracht. Der Bau der Brücke dauert fast 30 Jahre. In den folgenden 200 Jahren bewältigt der Pont-Neuf eine erstaunliche Verkehrslast. 80.000 Menschen und 25.000 Fuhrwerke überqueren ihn Tag für Tag. Endlich gibt es eine Straßenbrücke, die ganz Paris miteinander verbindet. Man kommt nun schneller in der Stadt voran. Mehr als 400 Jahre später ist der Pont-Neuf noch immer für den Verkehr geöffnet. Ein Beweis für die großen technischen Fähigkeiten der Renaissance. Paris ist weltweit einzigartig, denn viele Gebäude wurden aus Kalkstein erbaut, der unter der Stadt gewonnen wurde. Es kommt die Zeit von Frankreichs berühmtestem König, Ludwig XIV., der Sonnenkönig. In Versailles, 20 Kilometer vor Paris, lässt Ludwig XIV. Ein extravagantes Schloss errichten, das er zu seinem Regierungssitz macht. Er verlässt Paris, denn es ist schmutzig, überbevölkert, voller Krankheiten und eines Königs nicht länger würdig. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts steht Paris vor seinem bisher größten Hygieneproblem. Die französische Revolution ist nicht mehr fern. Doch zunächst muss Paris eine ganz andere, groteske Revolte überstehen, einen Aufstand der Toten. 1785. Paris hat 600.000 Einwohner. Die Menschen drängen sich in den Elendsvierteln der Innenstadt. Die Armut sorgt für Unzufriedenheit und schürt die Revolution.
Die Häuser sind überfüllt, Not allgegenwärtig, Hygiene mangelhaft, Krankheiten weit verbreitet, die Lebenserwartung 40 Jahre. Der Tod lauert an jeder schmutzigen Straßenecke. Die Toten von Paris werden auf großen Friedhöfen inmitten der Stadt beerdigt. Doch diese sind nun überlastet, vollgestopft mit verwesenden Leichen. Paris steht erneut am Rande einer Epidemie. Der Gestank ist unerträglich. Krankheiten liegen förmlich in der Luft. Es wird angeordnet, alle Leichname zu exhumieren. Keine Beerdigungen mehr in der Stadtmitte. Die Gebeine werden in diese stillgelegten Steinbrüche geschafft. Gilles Thomas hat die Geschichte jener Zeit aufgeschrieben. Der erste Friedhof, der hierher verlegt wurde, war Saint-Innocent. 22 Pariser Pfarreien hatten ihn mindestens 10 Jahrhunderte benutzt und er war total überfüllt. Die Toten stapelten sich bis auf 3 Meter über Straßenniveau. So voll war er. Was man nicht weiß, jeder Regentropfen, der durch die gestapelten Leichen sickert, spült gefährliche Bakterien durch den Boden bis ins Grundwasser. Jeder Eimer Brunnenwasser ist ein Eimer voll Gift. Es gab grausige Vorfälle. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts barsten die Massengräber. Leute gingen in ihren Keller, öffneten die Tür und fanden statt säuberlich gestapelter Weinflaschen Haufen von Leichen vor. Aus Gründen der öffentlichen Gesundheit beschloss man daher, die Friedhöfe zu räumen. Totengräber exhumieren 2 Jahre lang jede Nacht die Toten von Saint-Innocent unter Aufsicht eines Priesters. Es ist eine grausige Arbeit, die pietätlose Gaffer anzieht. Die Gebeine werden in geweihte unterirdische Grabkammern, die Katakomben, gebracht. Damals weit außerhalb der Stadtgrenze gelegen. Die Katakomben entstanden aus stillgelegten Steinbrüchen, die einst den Kalkstein zum Bau der Brücken und Kirchen von Paris geliefert hatten. Sie erstrecken sich kilometerweit unter der Erde. Dieser Ort war offiziell geweiht, sodass man die Toten aller Pariser Friedhöfe hierher bringen konnte, die von 1786 an geräumt wurden. Die Gebeine wurden bei Nacht überführt. Man lud die Knochen auf Karren, die dann mit einem schwarzen Tuch bedeckt wurden. Vor den Karren hielt ein Priester die Totenmesse. Das Ganze geschah bei Nacht, um kein Aufsehen zu erregen. Bei der Exhumierung notierte man, wenn möglich, die Identität des Leichnams. Auch die Gesamtzahl der Skelette in den Katakomben wurde registriert. So wurden die Gebeine arrangiert. Das Prinzip entspricht dem einer Trockenmauer. Man schichtet lange Knochen aufeinander, dahinter wirft man die Bruchstücke und die kleinen Knochen. Also eine Trockenmauer vorne und dahinter eine Menge Knochen. Das Besondere hier ist, diese Mauern wurden sorgfältig mit Schädeln dekoriert. Gebeine vom Friedhof Saint-Innocent, hier bestattet 1786. Die ersten Gebeine, die hierher gebracht wurden. Schließlich sind alle Friedhöfe der Pariser Innenstadt geräumt. Als die Leichname von 6 Millionen Menschen in einem makaber anmutenden Arrangement zur letzten Ruhe gebettet sind, bahnt sich ein weiterer Aufstand an. Diesmal unter den Lebenden. Musik 1789, Ausbruch der Französischen Revolution. Die Straßen von Paris sind in der Hand des gewalttätigen Mobs. Der berühmte Kerker in der Bastille wird gestürmt und die Häftlinge freigelassen. Adel und Königshaus werden gejagt, eingekerkert und hingerichtet. Es ist die berüchtigte Zeit des Schreckens. Anstelle der Monarchie wird in Frankreich die Republik ausgerufen. Doch 1804 krönt Napoleon Bonaparte sich selbst zum Kaiser. Napoleon verleiht Paris den Glanz der Hauptstadt seines expandierenden Reiches. Er erbaut den Arc de Triomphe, den Triumphbogen, um seine militärischen Siege zu preisen. Doch Bonapartes Neffe, Napoleon III., sollte viel größeren Einfluss auf das Werden des modernen Paris nehmen.
1850 hat Paris 1 Million Einwohner. Die Stadt ächzt unter der Last zu vieler Menschen auf zu engem Raum. Der Verkehr bricht zusammen, der Handel stagniert. Kaiser Napoleon III. Beginnt ein radikales Vorhaben zur Erneuerung von Paris. Er plant den Bau breiter Straßen zur Verbesserung des Verkehrsflusses und die Beseitigung der Elendsviertel als Brutstätten von Unruhen und Gewalt. Napoleon beauftragt Eugène Haussmann mit der Durchführung. Sein Auftrag ist die Modernisierung von Paris und die endgültige Verhinderung von Aufständen. Paris ist ein Gewirr enger Gassen, oft mit offener Kanalisation. Es gibt kein fließendes Wasser. Nachts sind die Straßen leer, finster und schmutzig. Niemand traut sich hinaus. Viele dieser Straßen sind nur wenige Meter von den berühmtesten Bauwerken der Stadt entfernt. In der Nähe von Notre-Dame finden wir den einzigen verbliebenen Teil des früheren Paris. Was wir hier sehen, ist die typische Enge der alten Gassen. Das war die übliche Straßenbreite. Genauso sahen viele Straßen im ursprünglichen Paris aus. In diesen engen Gassen leben Hunderttausende in bitterer Armut. Wenn Haussmann diese schmutzigen Slums beseitigen will, muss er mit deren Bewohnern zurande kommen. Es stellte sich die Frage, was aus den Menschen werden sollte, die in diesen Häusern wohnten. Wo sollten sie hin? Wie die Mehrheit der Pariser Bourgeoisie fand Haussmann, sie sollten am besten zum Teufel gehen. Haussmann kauft den Grund auf, siedelt die Slumbewohner an den Stadtrand um und wendet sich dann der ständigen Verstopfung der Straßen zu. Angesichts der neuen Eisenbahnverbindungen schwebt ihm vor, alle Hauptbahnhöfe durch breite Boulevards zu verbinden, damit der Verkehr schneller fließen kann. Es gab keinerlei Verbindungen zwischen den einzelnen Bahnhöfen. Für jemanden, der von einem Teil Frankreichs in einen anderen reiste und über Paris fahren musste, bedeutete der mühselige Weg durch die Stadt eine ziemliche Strapaze. Dieser Boulevard verbindet zwei Hauptbahnhöfe im Norden von Paris mit der Stadtmitte. Es ist nicht nur eine breite Durchgangsstraße, es ist auch noch Platz für breite Bürgersteige und Bäume. Nach diesem Vorbild baut Haussmann noch mehr große Boulevards kreuz und quer durch die Stadt. Er baut Straßen, die sternförmig vom Arc de Triomphe ausgehen und verbreitert die Champs-Élysées, den berühmtesten Boulevard der Welt. Vom Ende der verstopften Straßen erwartet Haussmann ein Wachstum der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft. Paris ist eine riesige Baustelle. Elendsviertel werden abgerissen und durch Mietshäuser ersetzt, die Haussmanns Vorgabe entsprechen. Die Gebäudehöhe beträgt genau 22 Meter. Haussmann interessierten nur die Fassaden, der Anblick langer Boulevards mit neu gebauten Wohnhäusern. Er wollte Paris ein modernes, einheitliches Aussehen geben. Hier sehen wir einen typischen Haussmann-Bau. Im Erdgeschoss die obligatorischen Ladengeschäfte. Dann das Zwischengeschoss, dann der erste Stock mit großem Balkon, der zweite und dritte Stock mit kleinen Balkonen und schließlich das Stockwerk ganz oben, das am schwierigsten zu vermieten war, denn es gab ja noch keinen Aufzug, als das Haus gebaut wurde. Doch oben gibt es einen großen Balkon, wo man die Aussicht und die frische Luft genießen kann. Doch Haussmanns Plan hat einen zweiten geheimen Zweck. Hinter den breiten, geraden Boulevards steckt nicht nur Stadtplanung, sondern auch Militärstrategie. Die wenigsten Pariser ahnen, dass Haussmann es dem Militär möglichst einfach machen will, Aufstände niederzuschlagen. Das Sicherheitsproblem ließ Napoleon keine Ruhe. Es hatte so viele Aufstände mit Blutvergießen und Zerstörungen gegeben, dass der Großteil der Pariser Bevölkerung sich nach Sicherheit sehnte. In der Stadt entstehen neue Stützpunkte.
Im Osten wird ein Kavallerieregiment stationiert. Die Reiter sollen den angrenzenden Stadtteil kontrollieren. Hier hatten die Unruhen und Aufstände stets ihren Anfang genommen. Doch die Militärs brauchen freie Sicht den Boulevard hinunter. Zur Verständigung mit Truppen der Infanterie, 5 Kilometer weiter im Südosten. Das Problem? Der neue Boulevard muss einen Kanal überqueren, der für die Wasserversorgung und den Gütertransport gebraucht wird. Eine Brücke über den Kanal hätte die Sicht eingeschränkt und es Aufständischen erleichtert, diesen Teil von Paris mit Barrikaden abzuriegeln. Haussmann wählt eine radikale und teure Lösung. Er weist seine verwunderten Ingenieure an, den Kanal auf 1,5 Kilometern Länge unter die Erde zu verlegen, damit man keine Brücke braucht. Dieses Meisterwerk der Baukunst ist nach nur 2 Jahren fertiggestellt. Elektrizität gibt es noch nicht und ein Befahren dieses unterirdischen Kanals in völliger Dunkelheit ist undenkbar. Die Ingenieure finden eine geniale Lösung für die Zufuhr von Licht und Luft. In diesem Tunnel gibt es außer ein paar Lichtzeichen dort vorne keinen Strom, kein elektrisches Licht. Das ganze Licht kommt durch Lichtschächte in der Decke. Hier sieht man gerade einen. Die Lichtschächte sorgen für Tageslicht und frische Luft. Wie eine Reihe von Positionslichtern leiten sie die Lastkähne sicher durch den Kanal. Das war sehr praktisch und hochmodern. Es ist alles in originalem Zustand. Eher noch besser, weil es so sorgfältig erhalten wird. Eine Lösung nach Haussmanns Geschmack. Die Pariser Lastschiffe behalten ihre Abkürzung zur Seine und das Militär hat freie Sicht zur Bekämpfung von Unruhen. In weniger als 30 Jahren zeichnet Haussmann den Stadtplan von Paris völlig neu. Seine neuen Boulevards verbinden erstmals alle Stadtteile. Er erweitert die Stadtgrenzen hin zu neuen Gemeinden und ermuntert noch mehr Menschen dazu, nach Paris zu kommen. Und er legt Parks an. Zum ersten Mal haben die Pariser öffentliche Anlagen, die allein der Erholung dienen. So sehr Haussmann Paris auch verändert hat, das größte Wahrzeichen der Stadt stammt nicht von ihm. Diese Ehre wird dem Ingenieur Gustave Eiffel zuteil. Der 1889 gebaute Tour Eiffel, der Eiffelturm, steht für Paris wie kein anderes Bauwerk. Dieses einzigartige Filmmaterial aus dem Jahre 1900 zeigt die ersten Bilder des fertigen Turms. Es zählt zu den ersten Filmaufnahmen überhaupt. Der in nur 2 Jahren fertiggestellte Eiffelturm ist ein Produkt des rasanten technischen Fortschritts. Er ist aus miteinander vernieteten Stahlprofilen gebaut und damals das höchste Bauwerk der Welt. Mit ihm betrat Paris die Weltbühne. In einem wahren Baufieber wird eine weitere Brücke über die Seine gebaut, ebenfalls eine vernietete Stahlkonstruktion. Der letzte Schrei war die Kombination dieses superstabilen neuen Materials mit prachtvollen Dekorationen als Anlehnung an die Vergangenheit. Bei seinem großen Plan für Paris ging Haussmann von einem Anstieg der Einwohnerzahl auf 3 Millionen aus. Er konnte nicht ahnen, dass bereits ein Jahrhundert später ganz Paris bedroht werden würde. Durch einen Angriffskrieg. 1940 muss Paris die schlimmste Demütigung erdulden. Feindliche Truppen besetzen die Stadt. Über Haussmanns breite Boulevards marschieren Soldaten aus Nazi-Deutschland in Paris ein. Während der 4-jährigen Besatzung lassen sie die Bauwerke der Stadt weitgehend unbehelligt. Doch als die Deutschen 1944 abziehen müssen, befiehlt Hitler, Paris dem Erdboden gleichzumachen. Aber der deutsche Stadtkommandant verweigert den Gehorsam. Als die Amerikaner Paris befreien, finden sie es noch so vor, wie Haussmann es entworfen hatte. In der Nachkriegszeit wird Paris wieder zu einer attraktiven und eleganten Hauptstadt. Unter der Erde verkehrt die Metro. Schnellbahnen verbinden die Hauptstadt mit den Vorstädten.
Oben scheint die Zeit stillzustehen. Straßen und Gebäude der Stadt sind glanzvolle Erinnerungen an das Werk Eugène Haussmanns. Bis 1972. Mitten in einem der ältesten Pariser Stadtviertel wird ein 40-stöckiges Hochhaus gebaut. Die Tour Montparnasse ist der kühne Versuch, Anschluss an das 20. Jahrhundert zu finden. Als das Ding gebaut wurde, hassten es alle. Die Architektur ist nicht besonders und es ist hier deplatziert. Das Problem ist, dass es wegen dieses Gebäudes zunächst unmöglich wurde, in Frankreich weitere Bürotürme zu bauen. Die starke Abneigung gegen ein einziges Gebäude beendete alle Träume von weiteren Wolkenkratzern. Sollte sich die Stimmung ändern und die Pariser Planer in die Höhe bauen wollen, würden sie auf Schwierigkeiten stoßen. Unter der Stadt befinden sich Tausende von stillgelegten Steinbrüchen, die einst den Kalkstein für die Bauten von Paris lieferten. Man verglich Paris mit einem Schweizer Käse. Das Gestein ist so stark von Gängen durchzogen, dass es viel zu brüchig ist, um die Fundamente von Hochhäusern zu tragen. Alle hohen Gebäude von Paris befinden sich außerhalb der Innenstadt, im Stadtteil La Défense. Ein exklusives Reservat für moderne Architektur. In La Défense baute Paris all das, was man nicht in der Innenstadt sehen wollte. Nur wenige Wohnhäuser, viele Büros und Einkaufszentren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich jeder französische Präsident in Paris verewigt. Sie bauten nicht in die Höhe, sorgten aber oft für Kontroversen. 30 Jahre nach seiner Eröffnung ist das Centre Pompidou mit seinen außenliegenden Fahrstühlen und Klimaanlagen immer noch das meistdiskutierte und besuchte Gebäude in Paris. Ebenso gewagt die Glaspyramide im Hof des königlichen Louvre. Paris verdankt seine Existenz technischen Errungenschaften, die heute kaum noch wahrgenommen werden. Technik trug dazu bei, einen scheinbar unbewohnbaren Flecken in eine der eindrucksvollsten Städte der Welt zu verwandeln. Technik war im Spiel beim Errichten von Schutzmauern, der Gewinnung von Trinkwasser, dem Bau von Brücken über die Seine und der Bekämpfung von Seuchen. Paris, berühmt für seine Schönheit und Eleganz, wird durch technische Meisterleistungen am Leben erhalten. Schließlich wurde der Zwischenraum aufgefüllt mit allem Erdenklichen, mit Schutt, unbehauenen Steinen, Ziegeln, was gerade zur Hand war. Cagneux entdeckt ein Teilstück der Mauer hinter einem Mietshaus. Der Abschnitt verrät viel über ihre Bauweise. Hier stehen wir innerhalb der Stadtmauer. Diese äußere Mauer war dem Umland zugewandt. Dort, wo Sie stehen, stand die Mauer, die zur Stadt zeigte. Sie wurde längst abgerissen. Hier drinnen, zwischen den beiden Mauern, befand sich der ganze Schutt. In den letzten 10 Jahren hat Cagneux viele Teile der alten Mauer aufgespürt, die wie durch ein Wunder noch existieren, an den unmöglichsten Stellen. In dieser Tiefgarage parken Autos aus dem 21. Jahrhundert vor einer Mauer aus dem 12. Jahrhundert. Über der Tiefgarage in diesem Konzertsaal musizieren Studenten, ohne zu ahnen, dass sie neben einer 800 Jahre alten Mauer sitzen. Musik
Nachdem seine Stadt durch eine imposante Mauer gesichert ist, baut sich Philippe Auguste einen königlichen Palast, die perfekte Festung. Hier stand das Schloss der Könige von Frankreich, das Symbol der königlichen Macht. Das war der Wachturm des Louvre. Selbst nach seinem Abriss blieb er in Erinnerung. Er war eine Festung aus Stein, uneinnehmbar. Der Turm symbolisierte Paris und das Königreich Frankreich. Heute ist davon nur noch ein kleiner Teil erhalten, der unter dem Louvre liegt. Seinerzeit war der Palast das größte Bauwerk von Paris. Das letzte Bollwerk innerhalb Philippe Augustes gewaltiger Stadtmauer. Mittelpunkt der Festung war ein Turm mit 50 Metern Umfang und einer Höhe von 30 Metern. Als Philippe Auguste 1223 stirbt, ist Paris mehr als 240 Hektar groß. Angezogen eine der schönsten Städte der Welt. Berühmt für Stil und Eleganz. Paris. Doch die Geschichte von Paris findet man nicht in schicken Cafés und auf grünen Boulevards. Sie ist versteckt in engen Gassen, vergessen in Kellern, verborgen in Massengräbern. Es ist die Geschichte außergewöhnlicher technischer und wissenschaftlicher Anstrengungen, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Als Paris von Krieg bedroht ist, bauen die Pariser gewaltige Verteidigungsanlagen. Als die Seine auszutrocknen droht, halten die Pariser sie künstlich am Leben. Als der Stadt eine zweite Revolution droht, gestalten die Pariser alle Hauptstraßen und Plätze so, dass Aufstände gestoppt werden können. Allen Bedrohungen zum Trotz hat Paris die Zeiten erfolgreich überdauert, dank des einfallsreichen Einsatzes von Technik. Paris, von Menschen geschaffen, am Leben erhalten durch ihren Erfindungsgeist. Paris, die Hauptstadt Frankreichs, im Herzen von Europa. Mit seinen Sehenswürdigkeiten, Kunstgalerien und Museen zählt sie zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen, denn Paris hat viele Geheimnisse. Die Stadt kann sich nicht ausdehnen, aufgrund topografischer Faktoren und der Seine. Die Stadt kann nicht in die Höhe wachsen, aufgrund geologischer Faktoren. Das Gestein unter den Straßen ist zu brüchig, um das Gewicht von Hochhäusern zu tragen. Die Geschichte von Paris handelt davon, wie Wissenschaft und Technik eine Stadt dort am Leben erhalten, wo keine Stadt hingehört. Drittes Jahrhundert vor Christus. Die Parisii, ein Gallierstamm, bauen eine Festung an einer von Natur aus sicheren Stelle, einer Insel in der Seine. Ihr befestigtes Dorf hält allen Angriffen stand, bis 58 vor Christus die Römer einrücken. Die Römer nennen ihre neue Siedlung Lutetia, Sumpfland. Sie verwandeln es in eine typische römische Stadt, mit Brücken, die Insel mit den beiden Ufern der Seine vernehmend Angriffen ausgesetzt ist. Die Wikinger, aber auch die Engländer stellen eine permanente Gefahr dar. Kurz vor Beginn des 13. Jahrhunderts ersinnt König Philippe Auguste, ein Baumeister mit Weitblick, eine einfache Lösung zum Schutz von Paris, eine Mauer. In Hinterhöfen und Gassen findet man noch heute in Paris Spuren von Philippe Augustes Meilenstein der Bautechnik. Die Mauer mit ihren 67 Türmen war ein ehrgeiziges Projekt. Sie umgab die ganze Stadt und umschloss eine Fläche von 270 Hektar. Da, man kann ihn gut erkennen, schauen Sie. Er wurde ein wenig geflickt. Man sieht ein paar Ziegelsteine dort oben. Das ist tatsächlich einer von Philippe Augustes Türmen aus dem Jahr 1200. Der Historiker Renaud Gagneux sucht nach verbliebenen Teilen der Mauer König Philippes. Die Suche hat Gagneux an die verborgensten Stellen geführt, wie in diesen Klostergarten. Bonjour, monsieur.
Da ist sie. Vorsicht, der Blumentopf. Das sind gut erhaltene Reste mit einer Besonderheit. Sie wurde offenbar recht hastig hier an den Hang gebaut. Aber es ist eine Mauer aus behauenem Stein, trotz der Unebenheiten. Gleich hier rechts runter. In fast ganz Paris wurde die Mauer überbaut oder abgerissen. Doch an einer Stelle erkennt man noch ihre ursprüngliche Größe. Hier kann man die Mauer sehr gut sehen. Es ist einer der am besten erhaltenen Abschnitte. In beschwerlicher Handarbeit aus Kalksteinblöcken errichtet, ist die Mauer ein eindrucksvolles Bauwerk. Sie ist 10 Meter hoch und 2,5 Meter dick. Alle 45 Meter steht ein imposanter Wachturm. Nach Ansicht von Gagneux wurde die Mauer für die Ewigkeit gebaut. Imaginez-vous la façon dont on a construit le mur. Man muss sich einmal vorstellen, wie diese Mauer errichtet wurde. Zunächst wurde eine Mauer aus behauenen Steinen gebaut, wie wir sie an dem Turm gesehen haben. Dann wurde eine zweite separate Mauer gebaut, auch aus behauenen Steinen. Binden. Sie erweitern das Dorf am linken Flussufer. Noch heute kennt man es als Quartier Latin, das lateinische Viertel. Florence Saragossa ist Spezialistin für römische Geschichte. Die Römer waren die ersten Stadtplaner von Paris. Sie wussten die natürlichen Gegebenheiten optimal zu nutzen. Die neue Siedlung entsteht an den Hängen des linken Ufers, abseits des Flusses und der ständigen Überschwemmungen. Bald weist das frühe Paris alle Annehmlichkeiten des römischen Weltreiches auf, von denen einige erstaunlich gut erhalten sind. Lutetia war eine recht kleine Stadt im römischen Imperium. Doch es trug die typischen architektonischen Züge einer Römerstadt. Dazu gehörten insbesondere Bäder. Das römische Paris war zwar klein, aber wohlhabend. Vor 2000 Jahren zeigte sich der technische Fortschritt vor allem in den Bädern für die Oberschicht. Jeden Tag kamen bis zu 500 Menschen hierher, um sich zu waschen und Geschäfte abzuschließen. Damals waren die Wände der Bäder zur Dekoration mit Marmor verkleidet. Denn es waren immer repräsentative Räume. Im Römischen Reich hatten die öffentlichen Bäder eine große gesellschaftliche Bedeutung. Die Menschen kamen natürlich, um sich zu waschen. Doch hier traf man sich auch, plauderte und verbrachte Zeit miteinander. Dieses Bauwerk ist recht groß. Es zeigt den Wohlstand der antiken römischen Stadt. Obwohl es nur ein Außenposten in der Provinz ist und noch nicht die Hauptstadt, leben hier 6000 Menschen. Die Römer bauen Straßen, Häuser und ein Amphitheater für spektakuläre Aufführungen. Dieser Park in einer Vorstadt lag einst im Herzen des römischen Paris. Archäologen fanden heraus, dass hier die Gladiatoren um ihr Leben kämpften gegen Löwen und Bären, die ausgehungert hinter diesen Gitterstäben warteten. Das Ganze fand unter den Augen von bis zu 15.000 Zuschauern statt. Doch das römische Paris währte nicht ewig. Im Jahre 481 wird die Stadt von einem eingewanderten mitteleuropäischen Stamm eingenommen, den Franken, die Vorfahren der heutigen Franzosen. 600 Jahre später, Paris ist gewachsen. Mit neuen Brücken und Straßen ist es nun ein wichtiges Handelszentrum. Das Zugen vom Schutz der Mauer strömen die Menschen in die Stadt. Ende des 13. Jahrhunderts ist Paris mit 300.000 Einwohnern die größte Stadt Westeuropas. Aber innerhalb der sicheren Stadtmauer taucht ein neuer Feind auf: Wassermangel. Die Wasserversorgung der Stadt stößt an ihre Grenzen. Da tritt ein seltsamer Rettungstrupp auf den Plan. Eine Gruppe technisch versierter Mönche. Die Metropole Paris hängt existenziell von komplexen technischen Einrichtungen ab, die im Verborgenen liegen.
Im 13. Jahrhundert drängen sich über 300.000 Menschen in den schmutzigen Straßen von Paris, angezogen von der Aussicht auf Arbeit und Wohlstand. Anders als heute trocknete die Seine im Mittelalter im Sommer aus. Sie war jedoch die einzige Wasserquelle, zudem schmutzig und verseucht. In Paris wurde sauberes Trinkwasser bald knapp. Versteckt hinter einem Wohnblock steht dieses seltsame Türmchen. Es führt zu einer außergewöhnlichen Anlage aus dem Mittelalter, einem Netz von Aquädukten 7 Meter unter der Erde. Die Mönche bauten diese Wasserleitungen. 800 Meter sind heute noch intakt. Die Klosterbrüder hatten eine Quelle ausfindig gemacht, sie gefasst und über unterirdische Tunnel ins Zentrum von Paris geleitet. Man darf hier unten nicht an Klaustrophobie leiden. Die Leute, die sich für diese Anlage begeistern können, besuchen meist auch gerne die unterirdischen Steinbrüche und Katakomben. Klaustrophobiker sollten oben bleiben. Wir stehen hier unter einem Wassereinlauf des Aquädukts. Es gibt hier eine Quelle, die jedoch oberhalb des Aquädukts liegt. Das Wasser kommt hier heraus und fällt direkt in das Aquädukt. Das Wasser wird gesammelt und fließt durch das Gefälle hier hinab. Das Aquädukt wird von der ältesten Naturkraft angetrieben, der Schwerkraft. Das Wasser floss diese Stufen hinab und wurde dabei mit Sauerstoff angereichert. Außerdem wurde